Oh, die sind ja gemein. Warum schießen die denn? Wir haben doch Hallo gebrüllt. Warum sagst du, wir sollen mit denen reden, wenn die so gemein sind? Was tun die da draußen? Nimmt die Schusswaffen runter. Wir sind keine Feinde. Es gibt keinen Grund, uns als Bedrohung aufzunehmen. Unter welcher Flagge reist ihr? Wir sind hier, um zu helfen. Wir sind vom Baron Travigor, die Gefolgsmänner. Kommt dran! Ich trau ihnen nicht mehr. Ich würde mich mal in ähnlichem Demenor neben Rumga stellen. Kommt alle raus, stellt euch hin. Na, komm mal, Goggelmoggel, die haben gefragt, unter welchem Banner wir reiten. Vielleicht sollten wir unser Banner hochheben. Na gut, du hast das Banner. Heb das mal. Ja, dann hebt Groggel ein Banner hoch, auf dem eine ziemlich schlecht gemalte Bärentatze ist. Wir sind die Entbehrlichen. Ja, wahrscheinlich wohl noch einige Reste von dir dran, wenn du es mal zum Abwischen benutzt hast. Kannst du es in den Wind hängen. Und ja, ich steck's vorne auf den Speer und heb dann den Speer hoch. Ja. Er ist dieser Baron Träumiger. Wir führen das Banner der Bregelsaums. Das ist der Freund von Bauer Rogel. Großschamanerisch. Kasim tritt jetzt auch mal nach vorne. Ja, Pergim folgt ihm auch, hat aber sein Schild am Arm. Ihr könnt eine Staatskunstprobe würfeln. Oder Heraldik, wenn ihr ableiten wollt. Aber es ist nur eine Ableitung plus 5. Ihr könnt auch andere Proben anbieten, also wenn euch da jetzt irgendwas einfällt. Die Koblenz wäre das vielleicht sowas wie wieder Fährten lesen oder so. Leider ich habe alles. Keine Ahnung. Ich würfel auf Staatskunst. Ich bin ja der Gebildete hier. Pferdensuche kann ich. Ich könnte höchstens Kriegskunst, aber das ist auch das höchste der Gefühle. Da ich mich hier eh nicht auskenne, brauche ich gar nicht würfeln. Zidon, du weißt, ihr seid zwar aus Hallingen, aus Trutzburgisch Hallingen von... ihr seid beauftragt vom Kastellan der Trutzburg. Das ist Sonfried von Schneidach. Der folgt dem Burggrafen Wolfhelm von Pantlarin. Der gehört aber zur Familie Bregelsaum und ist der Großvater derjenigen, bei der ihr an diesem Tage schon wart, beziehungsweise am Vortage in der Nacht wart, und dementsprechend Oleana von Bregelsaum. Das ist der Großvater, von dem sie die ganze Zeit gesprochen hat. Wolfhelm von Pantlarin ist ihr Großvater. Und ihr seid also in ihrem Auftrag unterwegs. Nicht unbedingt in dem von Travigor, sondern vor allem von dem Burggrafen. Ja, das würde ich dann auch kundtun. Wir sind in dem Auftrag von Oleander von Dornach unterwegs. Oleana war das, ne? Oleana von Dornach unterwegs. Und sollen hier eine Silbermine befreien, von der Drachenmeisterin befreien. Das ist zumindest unser Auftrag. Das ist die falsche Mine! Die Silbermine ist darüber! Halbe Tagesreise sind wir. Wir sind ja auch auf dem Weg dorthin. Und ihr kommt von Oleana? Ja, wir haben dort genächtigt. Lügt ja, ihr auch nicht? Die Großschamanin hat gesagt, wir sollen bei meiner Ritterehre, ich schwöre auf Rondra, ich würde ihnen hier keine falschen Wahrheiten versuchen anzudrehen. Ihr seid ein Ritter? Ich bin ja auch mein Schwein. Vom Widderorden im Bornland komme ich. Sehen Sie. Die Zange an meinem Mantel, das Widderhorn, das zeichnet mich aus. Schwört bei Firun! Ich schwöre bei Firun, bei Rondra und dem Rest der 12 Götter. Dann kommt ran! Können wir euch irgendwie helfen? Ich trete vor. Ritter, frag sie mal, ob sie Wegkäse haben. Ich glaube, ich wende mich kurz zum Goblin und sage, ich glaube, sie haben keinen Wegkäse. Ich glaube, das ist eine Sitte der Hügelzwerge, bei denen wir gestern waren. Das hier sind Menschen. Da sind die Sitten wieder anders. Aber ich kann mich erkundigen, ob wir ein paar Sachen fürs zweite Frühstück besorgen können. Oh ja, da halten wir dich nicht weiter auf. Schnell. Wir benötigen Informationen über die besetzte Mine. So viele, wie ihr uns geben könnt. Tja, die Mine hat eine Palisade, ähnlich wie hier. Die Mine ist ausgelagert, ebenso wie hier. Gibt einen kleinen Weg, der weiter ins Gebirge führt. Hat einen großen Aussichtsturm. Soll ihr noch wissen? Dorf dran gebaut.
Ja, wie viele von den bösen Menschen sind denn da? Wissen wir nicht. Wir haben nur davon gehört, dass sie überfallen wurde. Und seitdem haben wir die Wachsamkeit verstärkt. Ja, aber ihr solltet... Also, sie wollen mir sagen, wir müssten quasi eine kleine Feste wie hier einnehmen, hinter den Palisaden? Tja, das kann man tatsächlich so sagen. Warum seid ihr nur so wenige? Ja, die haben ja uns dabei, dann ist das überhaupt kein Problem. Und ihr solltet echt tröterisch lernen, weil sonst kommen wieder Goblins vorbei und dann macht ihr alle wieder so, wow, Hilfe, Hilfe, Goblins, Alarm. Und das ist nicht gut. Also ja, dann wir unterrichten sie am besten über den Waffenfrieden, der geschlossen worden ist. Zwischen Häuptlingen, Ziblim und den Menschen hier in der Region. Sie sind gegen die Drachenmeisterin verbündet und sie sollten vielleicht in nächster Zeit davon absehen, allzu voreilig auf Goblins zu schießen. Tja, was ich euch anbieten kann, ist, dass ihr mal reinkommt. Seht euch hier um. Käse? Das biete ich gerne an. Wir sind schon etwas hungrig von unserem morgendlichen Marsch. Und das meinte ich eher weniger, aber wenn ihr tatsächlich die Silbermine einnehmen wollt, die Palisade ist zwar nicht ganz gleich, aber sehr ähnlich doch aufgebaut, dann könntet ihr euch vielleicht orientieren, wenn ihr keine Karte habt. Und dann wissen wir schon mal, wie eine Mine aussieht. Nun dann. Das können wir nicht ablehnen. Das ist zu wertvoll, diese Information. Na gut, Übung ist vorbei, mach die Tore wieder auf. Wir können einfach mehr legen. Ich würde mal diese Palisaden auf mögliche Schwachpunkte untersuchen. Kasim guckt zu Groggel. Ja, es ist möglich, wir könnten den ganzen Laden niederbrennen. Allerdings sollen wir ja die Menschen, die nicht der Drachenmeisterin dienen, verschonen. Mit ihnen sollte möglichst nichts passieren. Und wenn wir den ganzen Laden niederbrennen, dann wird da vermutlich niemand überleben. Nein, ich sage ja auch nicht den ganzen Laden. Was ist ein Laden? Ja, umgangssprachlich. Naja, ich sage ja auch nicht, wir sollen da alles niederbrennen, sondern nur dieses Holzdings. Aber die Palisade. Die Häuser sind auch alle aus Holz. Sobald hier eine Sache Feuer fängt, brennt der Rest. Ja, das ist richtig. Eure Körper sind komisch. Also, ich bin Borg Grimm von Yaldaroth. Kommt rein. Hallo Borg Grimm, ich bin Groggel Moggel. Ich bin die Anführerin. Okay. Und ich bin Groggel. Er gibt euch die Hand, weil er nicht genau weiß, ob man das so tut, aber er tut's einfach. Also, das hier ist unsere Palisade. Die ist gut gepflegt. Wahrscheinlich wie die andere da drüben auch. Aber wir haben einige Schutzzeichen aus Holz reingetrieben. Vor allem von Firun und von Rondra, Sturmherrin. Einige sind auch bunt angemalt, vielleicht ein bisschen verwittert oder sowas. Aber ja, hier, das Zentrum des Dorfes, ich weiß nicht genau, ob das ähnlich aussieht, aber zahlreiche Häuser wird wohl laut meinem Stand 80 Leute beherbergen, nicht ganz 100. Vielleicht haben sie auch welche umgebracht, aber das glaube ich nicht, weil sie die wohl als Bergarbeiter brauchen. Da drüben ist zumindest unser, in der Mitte, der Wehrturm. Der ist aufgebockt, also hat ein Fundament aus Stein. Und darüber dann mit Außentroppe ein zweites Geschoss, mit Fachwerk. Gibt auch zahlreiche Schießscharten, also da kann man auch gut rausschießen. Können mit Laien verschlossen werden. Also man müsste erst die Palisaden überwinden und dann, wenn sich jemand in diesem Turm verschanzt hat, diesen auch noch einnehmen. Tja, so sieht's wohl aus. Massives Eichenholz, da klopft man gegen, mit Eisenbeschlägen. Könnten Sie sich irgendwelche Schwachpunkte in den Palisaden vorstellen? Nee, wenn wir die entdeckt hätten, dann würden wir sie ja beheben. Sowas gibt's ja nicht. Goggle Moggle, guck mal, ob du was findest, was wie eine Schwachstelle aussieht. Du kannst immer viel besser gucken als diese Menschen. Wie ist die Gebirgssituation bei der Silbermine? Wäre es möglich, mit, sagen wir mal, passabler Ausrüstung von oben sich heranzunähern? Also wenn man richtig gut klettern kann, ist das sicherlich möglich, aber wer da nicht geübt ist, der bricht sich sicherlich irgendwas und stürzt in den Tod. Über die Mine könnte sogar sein, dass man über die Mine ins Innere kommt. Das müsste man sich vor Ort angucken, da kann ich nicht mitsprechen. Aber ebenso wie wir haben die Silbermine hat ein Eisengitter davor, das wird vor allem in der Nacht runtergelassen. Nicht nur gegen Tiere und andere Kreaturen, sondern auch gegen Einbrecher natürlich. Also in der Nacht könnt ihr nicht einbrechen.
Also sollen wir tagsüber eine befestigte Mine angreifen? Aber mir ist egal, wie ihr das macht. Das ist euer Auftrag. Wenn ihr nur mit 6 Leuten rumlauft, anstatt mit 60, dann... Wir müssen erstmal spähen, wie die Lage ist. Wir können erstmal spähen. Wie weit wäre es, wie viele Stunden Marsch ist es denn noch bis zu der anderen Mine? Eine halbe Tagesreise, wenn ihr durch den Wald lauft. Aber der ist finster. Wir könnten ja hier erstmal vorsorglich ein Lager einrichten, Auskundschaften zurückkommen und uns einen vernünftigen Plan überlegen, wie das denn zu machen ist. Naja, also, ihr habt eine halbe Tagesreise. Wenn ihr gehen wollt, meinetwegen. Ihr seid ihr willkommen, wenn ihr von Oleana kommt. Aber wenn ihr jetzt einen halben Tag aufbrecht, dann seid ihr in der Nacht drüben. Dann müsstet ihr da schlafen, weil ihr könnt ja nicht in der Nacht nochmal eine halbe Tagesreise zurück. Das geht wohl nicht. Ja, aber wir müssen auch noch ausspähen. Dann nutzen wir die Nacht dafür. Machen uns ein Lager dort in der Nähe. Ja, dann wünsche ich euch viel Erfolg. Können wir euch sonst noch irgendwie weiterhelfen? Habt ihr Wegkäse? Wegkäse? Ja, klar. Habt ihr im Zweifel vielleicht ein oder zwei Handvoll Männer, die ihr uns abstellen könnt? Nee. Oder Frauen, Hauptsache Soldaten? Nein, kann ich nicht. Aber viele Frauen wären viel besser, weil dann sind die alle schlau. Wir müssen die Eisenmine schützen. Da werden wir die Männer bekommen, die Frauen. Ich gucke mir jetzt mal diese Palisade an. Ich würde mir auch gerne. Ich würde mir auch gerne die Palisade mal genauer angucken. Ich gucke mir die auch mal an. Ich bin ja ganz schlau. Ja, es könnte über das brüchige Gestein kann man sicherlich klettern. Auch wenn man an den Berg hängen, könnte man sicherlich auch runterbrechen. Aber klettern wäre möglich. Das ist ein Steilhang und gerade wenn der so ein bisschen ausgewaschen ist, dann wird das ziemlich holprig. Die Palisade kann sicherlich ebenso erklettert werden, aber wenn es Wachen gibt, die aufmerksam sind, dann könntet ihr dort ebenso entdeckt werden. Vor allem, weil es eben auch den Wehrturm gibt, der sich direkt in der Mitte des Dorfes befindet. Und dann eben mit dem Erdgeschoss, dem ersten und zweiten Stock, dann eben auch über die Palisade rausragt. Ja. Aber ganz generell kann man das natürlich erklettern. Das Erklettern über den Berg ist risikoreich. Und wenn man gesehen wird, wird man abgeschossen. Goggelmoggel, ich habe die Schwachstelle gefunden. Erzähl mal. Feuer. Wenn das brennt, dann brennt das. Das ist richtig. Grogge, du bist so klug. Ja. Werter Dorfhauptmann, Chef, eure Palisade ist nicht feuerfest. Ja, doch, wir haben sie bestrichen. Ich weiß auch nicht, ob ihr die abbrennen sollt. Immerhin sollen wir die Silbermine dann halten, oder ihr sollt das machen. Wir werden da nichts abbrennen. Wir wollen etwas zurückerobern und nicht vernichten. Naja, aber du hast gesagt, dass deine Palisade keine Schwachstellen hat. Und ich habe gesagt, Palisade hat Schwachstelle Feuer. Also habe ich eine Schwachstelle gefunden. Ja, wir müssen keine Schwachstelle in der Palisade suchen. Wir können sie überklettern. Wir müssen nur dafür sorgen, dass wir es ungesehen tun. Ich glaube, ich habe eine Idee. Die ist zwar nicht besonders Rondra-gefällig, aber die Not der Stunde empfiehlt es vielleicht, dass man sich auch etwas schäbigerer Taktiken bedient. Herr Vorsteher, könnten Sie uns 4 Bergmannskluften in den richtigen Größen zur Verfügung stellen? Wir müssten ja, Goggelmoggel und Groggel müssten ja nur mit den Tröten, wenn sie sich ausreichend verteilen, dafür sorgen, dass Alarm geschlagen wird und in dem Tumult könnte man sich bestimmt unter die Bergarbeiter mischen, die reingetrieben werden aus der Angst eines Angriffes heraus. Tja. Das letzte Mal, dass ich eine Mine angegriffen habe, haben wir uns mit Uniformen oder haben sich die anderen mit Uniformen hineingeschlichen, eine Patrouille überfallen. Und machst dann du sowas öfter? Einmal auf Maraskan. Eine Insel. Eine wunderschönste Insel.
Das Land im Wasser, das haben wir schon gelernt. Meint ihr, wir finden so etwas wie eine Patrouille, denen wir die Kleidung abnehmen können? Tendenziell. Und wenn die Marina von Mersing da höchstpersönlich rumrennt, dann haben wir ein Riesenproblem. Warum? Da haben wir die Möglichkeit, sie endlich zu töten. Ah. Frage an später. Ist bekannt, ob Marina von Mersing paktiert hat? Nee, also du weißt eigentlich gar nichts zu ihr, außer dass sie Kriegsreiterin oder Drachenmeisterin genannt wird. Sie war wohl beim Jahr des Feuers in verschiedenen Schlachten dabei, aber ansonsten weiß man wenig über sie. Wir finden sonst doch auch die Palisade mit einer Leiter erklimmen. Wie lange bräuchte man zur Silbermine denn auf Reittieren? Also wenn ich jetzt dorthin reiten würde, wie lange wären wir unterwegs? Ja, Turm und Leiter Ritter immer einen halben Tag. Also die Pferde sind im Wald sicherlich langsamer, als wenn ihr zu Fuß lauft. Gibt es keine Straße, die ausreichend verbindet? Straße. Schaut euch doch mal um, wo wir sind, im freien Forst. Es gibt eine Straße, aber die führt halt um den Wald drumherum. Da müsst ihr erstmal an Weiler vorbei und dann an Isenfuhl. Ja, und ihr Menschen, ihr habt doch uns. Dann kommt ihr im Wald auch zurecht. Wir könnten ihnen auch die Silbermine an sich verschließen. Sodass sie rauskommen müssen, um sie wieder zu öffnen. Aber die Wachen sind doch außerhalb von der Mine. Wir wollen sie aus der Mine vertreiben. Aber wir sollten uns einen Überblick über das Gebiet verschaffen und schauen, wo sie stehen, wie viele es überhaupt sind, ob wir den Kampf in Erwägung ziehen können. Das stimmt. Schade, dass Rumwummern nicht hier ist. Der ist so groß, dann würden die Menschen alle weglaufen. Mhm. Wenn der trampelt, dann stürzt alles ein. Wenn wir die Wachen an einer geschickten Position auflauern, man schaut mal auch zu Perlin. Könnten wir sie mit einem einzigen geschickten Streich ausschalten? Im Zweifel 10, 20 auf einmal. Wieder mit deinem Zauberball. Unter anderem. Ja, das hat ja letztens super geklappt. Es gibt allerdings noch eine Möglichkeit, eine sehr viel radikalere Möglichkeit, die wir das letzte Mal bei der Mine angewendet hätten. Aber vielleicht sollten wir nicht gleich. Also, ich denke. Alles niederbrennen. Ich denke, wenn die beiden Goblins ausreichend Krach machen, dass wir in einem ähnlichen Verteidigungszustand wie hier, und wenn wir uns dann unter die Bergarbeiter mit Kluft mischen, nicht unter die Wachen, dann ist es bestimmt innerhalb der Feste möglich, dass wir uns ausrüsten und hoffentlich später dann ein paar von den Wachen überrümpeln können, um dann die Pforte in der Nacht öffnen, sodass auch die Goblins dazukommen. Und ein bisschen, es schmerzt mich wirklich, etwas so Unrondra-Gefälliges vorzuschlagen. Aber ich denke, das könnte die beste Option sein, weil ein frontaler Angriff mit 6 Mann gegen eine Festung, da sehe ich eher schwarz. Aber als Bergarbeiter kann man keine Waffe tragen und ja, das wäre nun mal der größere Vorteil der Wache. Und ich werde definitiv nicht meinen Hartholzhandel ausziehen. Die Bergarbeiter werden unterdrückt. Als Wachmann ist man autoritär. Luften der Bergarbeiter können wir euch gerne geben. Die haben auch so ein Siegel von Rosenbusch. Das ist an die gleiche. Auch wenn die halt kein Siegel von der Silbermine hat, sondern nur von der Erzmine. Aber ich glaube, wenn man da nicht genau hinguckt, dann könnte das funktionieren. Ja, wir haben hier ein Gasthaus in der Mitte. Das haben die auch. Bei uns ist das Erzwo. Ich hab eine Idee, voll Strunz. Ich denke, einen Dolch am Oberschenkel unter der weiten Hose lässt sich bestimmt ich verstecken. Ich hab eine Idee, lass mich doch mal reden. Ihr zieht euch diese Kleibotten an. Und dann sagen Groggelmoggel und ich, dass wir euch hier gefangen genommen haben und euch jetzt eintauschen wollen gegen Essen. Das ist der beste Plan, den ich je gehört habe, Groggel. Da kann ja nicht schief gehen. Ich glaube nicht,
Wir hatten noch festgestellt, dass die Drachenmeisterin nicht unbedingt mit Goblins zusammenarbeitet. Oder vielleicht doch, aber das wissen wir ja nicht. Und wenn sie es nicht tut, dann ist es halt schwer verdächtig. Warum? Wir sollten, bevor wir jetzt weiter Pläne schmieden, die Landschaft erstmal sondieren. Was denn da ist? Ah. Ja, ihr könnt, ihr könnt euch in dem Gasthaus, könnt ihr euch, da lebt eine Hügelzwerge, da könnt ihr euch Weggäse mitnehmen. No. Das sind die netten Zwerge. Ja, und dann brecht ihr einfach auf. Also wir können euch auch noch Kluften geben. Kein Problem. Ja, nehmt die Kluften mit und dann seid ihr unsere Gefangenen. Mal vier Stück, so ungefähr auf unsere Größen abgepasst, einfach so in die, ja, für die Goblins Reittasche hab ich reintun. Für Goblins habe ich sowieso keine. Ja, die würden auch auffallen, das ist nicht das Problem. Ja, wir sind ja auch keine Bergarbeiter. Ich bin Jäger und Goggelmoggel ist Schnapsbrennermeisterin und Universalhandwerkerin. Universal habe ich gelernt, ist ein tolles Wort. Ich habe keine Ahnung, was das bedeutet, aber man sagt, setz es immer vor Handwerker. Ingermann, hol mal viermal Kluft. Kommt gleich. Goggelmoggel, was ist dieses Universal eigentlich? Das heißt, für alles passend. Bedeutsam. Oh, aber guck mal, dieser Kleidmann da, ne? Der hat so ein komisches Zeichen auf der Stirn. Da müssen wir noch direkt drüber schmieren. Der ist sowieso viel zu sauber. Das glaubt einem doch keiner, dass der ein Gefangener ist. Genau, den müssen wir dann durch den Dreck schubsen. Ich denke, es ist eine gute Idee, ein paar von uns drin zu haben. Aber wir sollten uns nicht alle als Gefangene ausgeben. Irgendwer muss mit den Waffen reinkommen. Doch, Rogel, der wäre ein guter Gefangener. Vielleicht. Der Beste. Die sich gefangen nehmen lassen und drin sich um den Wachturm kümmern, damit man in der Nacht einfach ungesehen über die Palisade klettern kann. Dann würde ich sagen, dann nehmen wir Ron, dich und den Ritter. Weil der mit seinem Gebruderschwester-Schwafel, der fällt auf und der andere da hat so ein komisches Zeichen auf der Stirn, das ist auch doof. Und er leuchtet so im Dunkeln. Ja, mit der weißen Kleidung. Das klingt nach einem vernünftigen Plan. Aber glaubst du, wir schaffen das, dass wir zu zweit das Torhaus übernehmen können? Ich denke, wir werden die besten Möglichkeiten dazu haben. Ich gebe nur ungern mein Schwert ab und ich gebe es nur in Hände, die mir versichern können, dass ich es danach auch wiederbekomme. Ja, pack es einfach auf den Wagen, da kommt es nicht weg. Meister Kasim, nimmst du bitte mein Schwert? Ich kann darauf aufpassen. Wenn wir jetzt sowieso zu Fuß gehen müssen, dann würde ich mein Pferd hier lassen. Und die Kluft schon mal anziehen. Es gibt noch eine Möglichkeit. Ja, Hauptmann, viermal. Sollte denn passen. Wir könnten den Turm einstürzen lassen. Ich kann auch darauf klettern und die dann alle von oben abschießen. Das wäre ja auffällig, wenn auf einmal der Turm einstürzt. Wir wollen am besten unbemerkt vorgehen. Na gut, das ist wiederum richtig. Wir werden, wenn es unser Plan aufgeht und wir nichts Neues da sehen, sobald wir uns das einmal angeschaut haben, eine Fackel auf dem Turm anzünden. Wenn alles geklappt hat, dann könnt ihr über die Palisade klettern. Und unter welchem Vorwand wollt ihr euch reinschleichen? Ich denke, das geht am leichtesten, wenn sie glauben, dass ein Angriff stattfindet. Weil sie dann die also Bergleute reintreiben. Ich denke, dass... Ich finde die Idee von den Goblins, als Gefangene genommen zu werden, gar nicht so schlecht. Auch wenn ich das gar nicht sagen möchte. Ich fürchte, das birgt nur die Gefahr, dass sie den Goblins nicht vertrauen. Ja, wir sind total vertrauenswürdig. Ich schau mich an, sehe ich voll unehrlich aus. Da habt ihr die Leute von Verena von Mersingen, die sind auch brutal. Ja, ich kann auch brutal sein. Ich kann einem Huhn den Kopf abbeißen. Ach, schlagen Sie euch direkt. Es gibt vielleicht noch etwas. Es wurde gesagt vom Hauptmann hier, dass es unter Umständen eine Verbindung
von der Mine ins Dorf gibt. Sicher ist das nicht, deshalb ist das schwierig. Aber wenn der Fels an einer Stelle dünn genug ist, könnte ich eine solche Verbindung von innen öffnen. Hä? Wie denn das? Auf was genau willst du hinaus, Kasim? Er hat keine Schaufel dabei, dann geht das gar nicht. Ich oder bist du würde mir helfen Maulwurf lassen. Nein, das nicht, aber ich... Er verdreht die Augen. Ich bin ein Magier. Ja, der jongliert heißt das. Genau, mit auf so Bällen. Auf dem Jahrmarkt. Ich steck mal für einen ASP die Spitze von meinem Stab an. Einfach ohne irgendeine auffällige Geste. Oh, Magie. Das brennt. Oh, mach das aus, Magie. Mach das aus, sonst zündest du die Palisade an. Habt ihr Aberglaube? Oh ja. Bitte? Dann würfelt mal auf Selbstbeherrschung Aberglaube. Soll ich's auspinkeln? Nein. Ich habe auch Aberglaube, aber ich glaube, mich lässt Magie eher kalt. Wenn es in dämonische Richtung geht, ist das was anderes. Kasim lässt die Stabfackel wieder erlöschen. Ich kann in einer Mine, in der Silber abgebaut wird, vermutlich einen Freund herbeirufen, der uns einen Weg öffnen kann. Und dann wären wir direkt drin. Brauchst du dafür eine Tröte? Nein. Dann ist es aber kein guter Freund. Das ist vielleicht auch gar keine so schlechte Idee. Da kommen wir rein, ohne unsere Ausrüstung ablegen zu müssen. Also wenn ihr heute Nacht noch da sein wollt, oder im Abend, dann müsstet ihr jetzt noch losgehen. Ja, lass uns aufbrechen. Die Arbeiter schlafen bis nachts. Die Arbeiter schlafen bis nachts. Außer Varena lässt Überstunden schieben. Aber ein Versuch ist es wert. Wenn sie nachts die Mine schließen, müssten wir uns da reinschleichen und von innen eine Stelle suchen, der... Entweder gibt es schon einen Durchgang, was optimal wäre. Er schaut zu den Goblins. Sehr gut wäre. Oder wir lassen uns einen Durchgang machen, wo ich allerdings nicht für die Unauffälligkeit garantieren kann. Ich weiß, was Optital ist. Lass euch nicht erwischen. Ich meine, ist mir egal, wenn ihr sterbt, aber immerhin habt ihr dann Kleidung von uns an und nicht, dass wir dann deswegen als Rache überfallen werden. Naja, hier ist der Wegkäse. Jetzt geht. Wegkäse. Willst du ein Stück Spinne? Was? Nein. Verschwindet. Ja, für mich. Wir könnten mal Spinne mit Käse essen. Travia mit euch, aber jetzt verpisst euch.